Zum einen, ich bin überzeugt von dem Konzept. Also ich finde, du hast in einer Stunde alles abgegriffen. Du hast ein Warm-up, du hast ein intensives Training und du hast ein Cooldown mit Stretching, was auch viele Leute einfach nicht wertschätzen, dass Stretching und Cooldown auch einfach wichtig ist und dazugehört. Ich finde es immer komisch, wenn ich in den Kurs reingehe und es ist eine halbe Stunde Bauch und so, okay, jetzt war's, tschüss. Okay, da muss ich mich jetzt wohl noch alleine dehnen, irgendwie so. Also mal blöd gesagt. Also das Konzept an sich, dann die Varietät an Schritten. Einfach, dass es nicht immer nur dieses stumpfe Gleiche ist, sondern du viele verschiedene Möglichkeiten hast und die auch deinen gesamten Körper abdecken. Also du machst eine Stunde HIIT und dann bist du fertig. Also gestern von der Fertig mit Gesundheitstreppe. der Welt. 5, Ey, ich hab so Muskelkater. 6, 7, 8. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Peter, heute mit der Larissa hier am Start. Willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht, auch schon sehr, sehr lange dabei. Larissa, stell dich doch bitte ganz kurz vor. Genau, also hi, ich bin Larissa, ich bin jetzt seit 2020 bei HIIT dabei, seit 2021 müsste es sein, auch als Moverin und komme ursprünglich aus Rüsselsheim und bin jetzt nach Augsburg gezogen. Cool. Einfach nur mal zum Verständnis, weil einige nicht wissen, was Mover bedeutet. Ich nenne das immer Captain, Markenbotschafter einer Region, die uns dann quasi hilft, auch Hit the Beat natürlich zu verbreiten und eine eigene Community aufzubauen. Und das machst du dementsprechend für uns auch. Und meine Lieblingsfrage zu Beginn ist immer, wieso hast du dich entschieden, Hit the Beat Trainerin zu werden? Wieso habe ich mich entschieden? Also ich war tatsächlich 2 Jahre lang, also bevor ich die Ausbildung gemacht habe, war ich 2 Jahre lang Trainerin, nicht Trainerin, Teilnehmerin. Und genau, habe den Kurs regelmäßig besucht und es hat einfach Spaß gemacht. Also an sich, die Leidenschaft dahinter habe ich durch die Teilnehmer, oder ach, können wir nochmal von vorne anfangen, Alter. Nein, 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 ist doch okay. Sprich einfach weiter. Du warst Nee, Teilnehmerin und schneide das warst. nicht raus, Peter. Warum? Das bleibt auch so. Als Teilnehmerin hast du die Leidenschaft für The Beat Ja, richtig, erlebt. richtig. Und davor hattest du noch keine, warst du nur Teilnehmerin bei Hit the Beat oder auch bei anderen Kursen? Oder wie ist da Auch bei die. anderen Kursen, ja. Also ich habe so diese Basic-Kurse wie Bauch, Beine, Po, Bauchworkout und sowas besucht. Aber also die Kurse an sich haben Spaß gemacht, aber Hit the Beat war halt einfach so, okay, geil, da gehe ich gerne hin, weil das war auch so eine Stammgruppe. Du hast die Leute wieder getroffen, du konntest mit denen quatschen. Der Trainer war cool, das hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach so eine ganz andere Stimmung im Raum als bei den anderen Kursen, meiner Meinung nach. Und du hast dich vorher mit den Teilnehmern unterhalten, du hast dich währenddessen mit den Teilnehmern unterhalten und danach auch sowohl der Trainer als auch die Teilnehmenden. Und das war einfach. Es hat einfach Spaß gemacht, es war ein ganz anderer Flair. Und dann hat sich es eigentlich so ergeben, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ja, geil, ich mache die Ausbildung, es macht mir Spaß. Die Übungen fallen mir leicht, gerade auch, weil ich aus dem Tänzerischen komme und so diese Koordination mir richtig gut gelungen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und es war tatsächlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Cool, was ist denn danach alles passiert, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast? Ne? Ich spreche mal so viel über die Ausbildung, darüber möchte ich heute mal nicht sprechen. Ganz sondern klasse. Das, auf was ich mich vorbereitet habe. Ja. ja, ein bisschen kannst du ja erzählen, ein bisschen. Aber was mich einfach interessiert, was ist danach passiert nach der Ausbildung? Ich glaube, war Flo dein Trainer damals? Okay, der ist ja auf dich zugekommen, hat gefragt, hey, hast du Bock? Dann hast du dich entschieden. Ja, die Ausbildung zu machen. Und was ist danach passiert? Erzähl einfach mal, Freestyle drauf los. Es gab tatsächlich eine mentale und körperliche Änderung. Also körperlich in dem Sinne, dass ich weiter sportlicher geworden bin. Vorher hat man natürlich die Kurse besucht, aber sobald man halt einen eigenen Kurs hat, ist man auch gezwungen, diesen Kurs zu geben und diesen Sport zu machen. Und wenn es dann halt auch noch Spaß macht, dann macht man auch gerne und nicht nur einmal die Woche, sondern halt auch vielleicht 3, 4 Mal die Woche. Also hat sich da körperlich natürlich auch sehr viel verändert zum Positiven, sodass ich mich auch einfach selbst wohler gefühlt habe. Und mental hat sich auch viel geändert. Also ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Es
ist natürlich eine andere Sache, wenn man sich da vor Leute stellt und einfach mal unterrichtet und quasi präsentiert, was man selbst macht. Und da finde ich, kann man eine große persönliche Weiterentwicklung vollbringen. Gerade auch, ja, wenn einfach so diese Passion dahinter ist. Und dadurch, dass, also so wie ich Hit the Beat am Anfang empfunden habe und die Leute auch kennengelernt habe, also ich habe ja dann relativ schnell auch Lena, Tuba, Mikey damals noch, Lorena kennengelernt und alle waren richtig offen und herzlich und darüber macht man sich natürlich dann auch Gedanken. Und man sagt ja immer so, schau dir die Leute an, die dich umgeben, dann weißt du, wer du bist. Und ich finde, da ist auch dann so eine gewisse Entwicklung dahinter, weil du natürlich selbst auch offener den Menschen gegenüber bist, wenn man es vorher noch nicht so war. Sehr viel Kommunikation dahinter, sehr viel Interaktion und da finde ich, habe ich auch mich persönlich sehr viel weiterentwickelt. Und wenn du so von Entwicklung sprichst, wie lange hat das denn gedauert? Sagen wir mal, ne, dann wurdest du ausgebildet, warst Hit the Beat Trainerin, dann musst du das erste Mal vor Menschen sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele beim ersten Kurs dabei waren. Wie lange hast du aber gebraucht, wo du sagst, okay, jetzt bin ich selbstsicher, selbstbewusst und jetzt geht mir das mit der Spaß und mit der Leidenschaft, das ist jetzt so drin. Man hat keine Ängste mehr. Wie lange hast du dafür gebraucht? Das ging tatsächlich sehr schnell. Also natürlich die ersten Male ist man dann total aufgeregt, weil das Kurskonzept, natürlich kennt man das Kurskonzept, aber jetzt muss man es auch selbst unterrichten, man muss Zeiten richtig einhalten und alles. Also am Anfang ist noch so diese Aufregung mit dabei. Aber nach und nach, wenn man dann auch die Teilnehmer hat, denen das Spaß macht, die einen supportet, dann geht das super schnell. Also wenn ich es jetzt in Zahlen nennen müsste, lass es maximal 1, 2 Monate gewesen sein. Nice, das geht ja schnell. Ja. Sehr cool. Und ja, was sagt dein Umfeld, deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen? Du hast schon ein paar Menschen aus unserer Community erwähnt, die du kennengelernt hast. Wie ist das aber mit Menschen außerhalb der Community? Also Teilnehmer sind auch innerhalb der Community, aber mit außerhalb meine ich die Teilnehmer jetzt im Speziellen, die jetzt nicht deine allerbesten Freunde sind. Sondern wie ist da das Gefühl? Wie bist du da mit den Leuten? Kommen die gerne? Welche Gespräche führt man da? Wie hat sich das aufgebaut? Also was mir wichtig ist, ist einfach 5 bis 10 bis 15 Minuten früher zum Kurs zu erscheinen und auch so ein bisschen mit den Leuten zu reden. Einfach so diese menschliche Interaktion, die Leute auch kennenzulernen, gegebenenfalls im Privaten, je nachdem. Und ja, da ist es mir einfach wichtig, so diese auf einer Ebene zu sein, quasi. Und so, was ich an Feedback bekommen habe, ist, dass man es tatsächlich merkt, dass ich es aus Leidenschaft mache, weil ich nicht einfach nur zum Kurs hinkomme, den Kurs gebe und wieder verschwinde, sondern halt komme, mit den Leuten rede, frage, wie es ihnen geht und mich auf die Bühne stelle, das Ganze mit Überzeugung mache und danach halt noch kurz bleibe, oder gegebenenfalls mit den Leuten irgendwie noch kurz was trinken gehen oder so, was quatschen, je nachdem, wie es sich dann halt entwickelt. Und es ist einfach nicht so dieses, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und ich gehe wieder nach Hause. Sondern ich gehe dahin, ich treffe die Leute, die ich jede Woche sehe, bestenfalls, und gehe dann wieder zurück. Und wie passt das, also wie passt Hit the Beat zu deinen Werten? Ne, ich merke so, dir ist dieser Zusammenhalt wichtig, auch ein bisschen der Spaß, die Leidenschaft. Wo würdest du sagen, unterstützt Hit the Beat das, was du selber auch bist? Ne, wo du sagst, okay, da gibt es Boah. Ähnlichkeiten, deswegen macht mir das Spaß, das ist vielleicht nicht aufgesetzt, ich kann das leben. Kannst du das in deinen eigenen Worten versuchen zu beschreiben? Auf jeden Fall die Punkte, die du auch schon genannt hast, die ich genannt habe. Also einfach diese Offenheit, diese Kreativität. Du triffst Leute, also gestern bei der Gesundheitsmesse, du triffst andere Trainer und es ist direkt ein herzliches Gefühl. Es ist nicht so dieses Konkurrenzdenken oder sowas, sondern alle sind offen jedem gegenüber und sind dankbar, die Leute kennenzulernen. Das repräsentiere ich auch in meinem privaten Leben, diese Offenheit und diese Herzlichkeit, weil ich finde, jeder sollte jedem Menschen offen gegenüber sein und ihm eine Chance geben. Und ja, auch die Kommunikation tatsächlich. Also mir gefällt einfach, dass
auch jetzt zum Beispiel als Mover, du hast viel Kommunikation zum Headquarter, du hast Kommunikation zu den einzelnen Trainern, du hast Kommunikation zu den Movern. Das, ansonsten ja, halt die Leidenschaft, die bei jedem dahinter ist. Eine schwierige Cool. Frage. Ja, ist gut, dann bringt sie das nochmal zum Nachdenken. Definitiv. Nee, aber ich würde dem auch, sage ich mal, dir zustimmen. Ne? Wenn ich jetzt über The Beat selber denke, ist immer Kreativität, sonst wäre es ja gar nicht entstanden. Dann Spaß und Leidenschaft. Ich selber hatte viel Spaß und Leidenschaft. Damals beim Breaken wollte ich auch mit The Beat rüberbringen, die Leute in die Bewegung bringen, eine Community, Offenheit. Jeder ist willkommen, jeder darf es ausprobieren. Also passt das schon sehr gut zusammen, was du genannt hast. Zwei Sachen noch, die ich gerne von dir wissen möchte, ist, du sprichst sehr viel von Spaß und Leidenschaft. Was hat dazu beigetragen, dass du so eine Leidenschaft für Hit the Beat entwickelt hast? Was macht dir daran so viel Spaß? Zum einen, ich bin überzeugt von dem Konzept. Also ich finde, du hast in einer Stunde alles abgegriffen. Du hast ein Warm-up, du hast ein intensives Training und du hast ein Cool-down mit Stretching, was auch viele Leute einfach nicht wertschätzen, dass Stretching und Cool-down auch einfach wichtig ist und dazugehört. Ich finde es immer komisch, wenn ich in den Kurs reingehe und es ist eine halbe Stunde Bauch und so, okay, jetzt war's, tschüss. Okay, da muss ich mich jetzt wohl noch alleine dehnen, irgendwie so. Also mal blöd gesagt. Also das Konzept an sich, dann die Varietät an Schritten. Einfach, dass es nicht immer nur dieses stumpfe Gleiche ist, sondern du viele verschiedene Möglichkeiten hast und die auch deinen gesamten Körper abdecken. Also du machst eine Stunde Hit the Beat und dann bist du fertig. Also gestern von der Fertig mit Gesundheitsklasse. der Welt. Ey, ich habe so Muskelkater. Geil. Und gehst einfach hin, du machst deine Beine, du machst deinen Chorbereich, du machst deine Arme, es ist einfach alles abgedeckt. Klar kannst du deinen Fokus setzen, aber das passt. Und wenn du mal nicht so einen guten Tag hast, dann machst du halt mal keine Jump Squat. Und wenn du halt mal einen guten Tag hast, dann baust du den Burpee ein. Also einfach so diese Varietät an Möglichkeiten und du bist halt in einer Stunde durch. Einfach geil. Geil, ja, das Wort höre ich auch sehr oft. Geil. Hit the beat Ja. ist geil. Was würdest du den Leuten jetzt da draußen sagen, die vielleicht auch Bock haben auf so eine Ausbildung, vielleicht ein bisschen Angst haben davor? Sag mal in deinen Worten, warum sollten sie sie machen? Macht's einfach. rein aus persönlicher Erfahrung. Es ist kein Fehler, diese Entscheidung zu treffen. Du kannst dich körperlich und persönlich weiterentwickeln, ob du Fitnesstrainer bist oder nicht. Wenn du schon Fitnesstrainer bist, dann ist es eine Erweiterung deines Portfolios auf jeden Fall. Schaden tut es meiner Meinung nach nicht und es ist halt echt eine geile Community. Jeder unterstützt dich, du hast den Support deutschlandweit. Und wenn bei dir in der Umgebung jemand ist, dann hast du ihn online auf jeden Fall. Also, do it. Do it. Geil. Danke dir. Ich werde auch hier deine Kontaktdaten unten verlinken, wer Bock hat in Augsburg. Du bist ja vor kurzem umgezogen. Richtig. Da Kurse zu besuchen, der ist dann bei Larissa. Genau. Richtig. Hast du vielleicht noch abschließende Worte? Sonst sage ich immer die abschließenden. Bitte hast du welche? Ich finde, werde Trainer ist auf jeden Fall gute abschließende Worte. Ansonsten, es macht Spaß, macht weiter mit dem Programm, vor allen Dingen ihr, entwickelt es weiter, halt die Community aufrecht. Werde ich tun. Ist noch eine Menge Arbeit vor mir. Jetzt fliege ich nach Japan zum Beispiel zu Jazz, muss ihn ausbilden, damit er die Hit the Beat Kids Ausbildung anleiten Geil. kann. Also wird auf jeden Fall geil. Also ich merke, dass da auf jeden Fall weiterhin noch viel Potenzial ist. Ich bin noch nicht an meinem Ziel angelangt. Da werde ich aber dranbleiben und fleißig sein. Da kommen die anderen Länder dann noch dazu. Genau. Ich überlege gerade, was könnte das nächste sein? Aber ich bin happy, wenn es erstmal bei Japan so erfolgreich wird wie hier. Und Ja. hier noch erfolgreicher. Aber wir sind auf einem guten Weg. Mit solchen Trainern wie dir wird das machbar sein. Geil, Larissa. Dann danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit. An alle, die Bock haben. Hier in der Verlinkung findet ihr alle Infos über die Hit the Beat Ausbildung, egal online oder vor Ort. Wird für jeden was dabei sein. Ich bedanke mich an der Stelle. Hoffentlich sehen wir uns bald in Real Time bald wieder und habt einen geilen Tag bis dahin. Ciao, ciao.